Mit Ark Genesis 2 sind die Air-Varianten ins Spiel gekommen und unter anderem auch die Air Reaper Queen und der Air Reaper King. Und wie man sich einen Air Reaper King schnell und easy holen kann, das schauen wir uns heute mal an. Moin, mein Name ist Nico der Profi, hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Ark und hier wird der Genesis 2 Content rausgeballert. Wenn du darauf Bock hast, lass gerne ein Abo da und ich würde sagen, wir schauen mal rein, was wir heute benötigen, denn wie immer habe ich das natürlich vorbereitet. Ganz wichtig, rein theoretisch bräuchtet ihr diese Gegenstände nicht, aber wir machen es halt super, super safe und damit wir den Reaper King nachher auch halt genau gut claimen können und der uns eben nicht wegrennt, machen wir das eben auf diese Variante. Wir brauchen dafür 5 Steinfundamente, eins benutzen wir für Betten, die anderen 4 benutzen wir für so eine kleine Kammer. Dementsprechend brauchen wir da einen Steintürrahmen, wir brauchen glaube ich 7 Wände und 4 Dächer und eine Tür und eine Kiste. Da packen wir unser Fleisch rein, das ist wichtig, das brauchen wir nämlich auch. Beziehungsweise, ihr müsstet nicht mal direkt das Fleisch mit dabei haben, wenn ihr gleich in die Cave geht. Das könnt ihr euch auch noch später holen. Und wir nehmen uns mal 3 Betten mit. Dann einmal zur Location. Ich habe mir heute auch mal ein GPS mit rausgenommen, damit man das Ganze noch ein bisschen besser einordnen kann. Also jetzt hier genau vor mir ist quasi der Höhleneingang. Wir müssen zu Rockwild da rein. Da gibt es die Reaper Queen. Und wir sind hier auf 49.8, 29.6. So, und falls wir mal sterben sollten, was durchaus passieren kann, was auch nicht schlimm ist, stellen wir uns schon mal hier unsere Betten auf. Einfach ein Steinfundament und einmal die Betten raufgeknallt. Alles easy, können wir respawnen und können direkt wieder schnell reinlaufen. So, dann können wir respawnen und wir gehen mal in die Höhle rein. Ich laufe jetzt mal mit euch den kompletten Weg einmal ab. Wichtig, ihr habt ja einen Tech-Suit, das heißt, den solltet ihr auf jeden Fall auch benutzen, sonst wird das nichts. Falls ihr euch jetzt wundert, wie man hier so schnell laufen kann, beziehungsweise ja, wie man eben auch schnell fliegt. Wir können mit der Leertaste halt hochspringen und dann Shift und Steuerung, dann schießen wir einfach ganz normal nach vorne. Das funktioniert auch zum Laufen auf dem Boden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und doppelter Sprung. Doppelter Sprung bedeutet eben, dass wir dann auch schnell nach oben kommen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. So können wir dann bei der Reaper Queen uns ein bisschen besser navigieren, beziehungsweise ja, uns ein bisschen besser kontrollieren einfach. Wir fliegen wie gesagt einmal den gesamten Weg ab, damit ihr auch genau wisst, wo ihr hin müsst und es da keine Verwirrung gibt. Wir fliegen einfach hier straight durch. Wichtig, falls euch mal was angreift oder so, fliegt einfach weiter, ihr seid ja schnell genug. Denn die Summoner sind es hier vorne, ne? Die könnten ab und zu mal was, ja, beschwören. Das fängt da auch gerade schon an, weil ich wunderbar durchgeflogen bin. Ist aber in der Regel kein Problem und wie gesagt, solltet ihr sterben, könnt ihr draußen einfach respawnen. Wir sind eben hier rechts durchgescheppert, scheppern jetzt durch die Tür durch und sind gleich am Herzen von Rockwell und da müssen wir auch hin. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Location. Gut, das wollten wir nicht machen, das ist gleich das nächste Video, was ich aufnehme, aber dann werden wir mal kurz gucken, dass wir das hinbekommen. Sehr gut, Nocklin hat uns losgelassen. Wir können jetzt hier durch die Gegend ballern. Also, wir sind hier an der richtigen Location. Wichtig ist, wir werden uns gleich hier unten aufhalten. Übrigens, das habe ich vergessen. Ihr könntet euch theoretisch Medical Bruce mit reinnehmen. Es ist egal, weil ihr könnt sterben und einfach respawnen. Man sieht es auch schon da, ich bin da gestorben, ist kein Problem. Man kommt an seinen Stuff auch wieder ganz gut ran. Aber ich finde das für den Anfang eben einfacher, dass man ein bisschen gegengehen kann, damit man nicht irgendwie 28.000 Mal wieder reinlaufen muss. So, eine Reaper Queen ist schon hier unten drin. Ihr seht das, hier ist so ein Glibberzeug drin, beziehungsweise es ist Säure, ne? Es ätzt uns weg, wenn wir da jetzt reingehen würden. Das ist hilfreich, denn die Reaper Queen müssen wir auf unter, beziehungsweise um die 2k Leben bringen. Das schaffen wir damit easy. Das heißt, wir brauchen also wirklich gar keine Waffen oder sonst irgendwas. Keine aufwendige Falle. Wir haben jetzt schon eine hier unten drin. Ich zeige euch mal kurz, wo Reaper Queens sonst auch noch auftreten, dass ihr dann Bescheid wisst, von wo ihr euch eine reinziehen könnt. Es sind sehr, sehr viele Summoners hier. Hier vorne ist zum Beispiel noch einer, das müsste jetzt ein Reaper King sein, glaube ich. Jo, ist ein Reaper King, wir brauchen eine Reaper Queen. Wie gesagt, wir haben unten eine drin, aber die laufen eben hier rum. Und dann könnt ihr euch die eigentlich hier reinkiten und dann laufen die auch schon unten durch die Flüssigkeit. Die Flüssigkeit auch gerade draußen. Wir versuchen mal, also jetzt ist im Prinzip egal, was wir machen. Wir müssen nur ungefähr wissen, wo die Reaper Queen ist, dass wir die hier gleich wieder reinziehen können. Aber wenn diese Flüssigkeit eben nicht da ist, dann ist das erstmal komplett bums egal, was wir machen. Ich erkläre euch mal kurz, warum ihr auch kein Fernglas oder ähnliches braucht oder keine Lupe. Wenn ihr, oh, es sind sogar 2 da. Ihr könnt Doppel-H drücken und dann seht ihr die, ihr könnt Doppel-H drücken, dann kriegt ihr jetzt ein Fadenkreuz. Wenn ihr dann zweimal H drückt, dann bekommt ihr die Werte angezeigt von dem jeweiligen Tier. Das ist eine Genesis 1 bzw. auch Genesis 2 Funktion.
Darüber können wir ganz gut das Leben tracken. Wie gesagt, wir müssen die Reaper Queen um die 2k bekommen. Wichtig, die haben sehr viel Leben. So um die 60k, das dauert also ein bisschen. Aber diese Säure hilft uns halt eben enorm dabei, dass wir die runterkriegen. Was auch noch ganz wichtig ist, ihr könntet einen Punkt Minimum auf Resistenz skillen. Dann werdet ihr nicht betäubt. Beziehungsweise, wenn sie ihre Betäubungsdarts schießen, einfach einen Doppeljump oder schnell mal zur Seite. Dann ist das auch alles easy und ihr werdet erst gar nicht getroffen. So, Säure ist wieder da und ich versuche jetzt einfach mal die Queen zu finden, sodass sie mal wieder rauskommt. Wichtig ist, sobald sie sich eingräbt, quasi regeneriert sie auch Leben. Das ist aber nicht so tragisch und ihr könnt immer schon mal ein bisschen darauf achten, dass ihr sie eben hier in diese Nähe zieht. Das heißt, wo es hier rausgeht, damit sie euch dann hier nachher auch, ja, ich sage mal, schwängern kann. Da ist jetzt eine. So, ich mache mal den Doppel-H-Move. Da sehen wir, jetzt hat 20k von 45k. Was ich gerne mache, ich gehe auch gerne hier oben rauf. So, beobachte sie dann weiter, sodass sie noch auf mich getriggert ist quasi oder auf mich gepullt ist, auf mich aggroht, wie auch immer. Und dann können wir eigentlich von hier oben ganz gut das Ganze beobachten. Die hat jetzt noch relativ viel Leben mit 20k. Muss man ein bisschen gucken mit der Helena-Drohne, wenn wir Doppel-H drücken. Ab und zu erwischt man sie dann auch mal wieder. Also wir fliegen im Prinzip die ganze Zeit hier einfach nur rum und warten dann, dass sie ja um die 2k Leben hat und dann ziehen wir sie raus. So, wenn dieses Geräusch hört, das finde ich immer, klingt immer wie eine Spinne, so ein bisschen, aus den Caves. Dann wisst ihr auch, dass sie wieder auftaucht. 12k Leben aktuell. Das müsste auf der PlayStation übrigens das, da haben wir jetzt mal, genau, da kam jetzt die Darts geschossen, da einfach Doppeljump und ihr seid aus der Gefahrenzone. Dieses Doppel-H, was ich hier mache, das ist ja bei mir, da zeige ich die Uhrzeit mit an, das heißt auf der PlayStation und auf der Xbox müsste das eben die Taste sein, mit der ihr euch auch die Uhrzeit anzeigen lassen könnt. Und das müsste bei der PlayStation das Touchpad sein, wenn mich nicht alles täuscht. Übrigens, hier unten können auch Basilisken sein. Die könnt ihr auch easy hier mit unten reinziehen. Die sterben dann einfach und machen auch nichts mehr und nerven nicht rum. Wir sehen wieder 8000 Leben von 45.000. Kann man ein bisschen hier durchziehen. Wieder hochspringen, hat mich jetzt erwischt. Ist aber kein Problem. Torpor geht nicht so schnell hoch, weil ich habe wirklich nur einen Skillpoint in Resistenz geskillt. Das reicht schon aus. So, und von hier aus können wir sie jetzt auch scannen. Das geht ganz gut runter. Mit ein bisschen Glück geht das jetzt auf die 2k zu und wir können sie schon direkt rausziehen. Mega nice. Scannen sie einfach die ganze Zeit weiterhin, damit ich schön die HP im Blick habe. Geht jetzt auf die 2k zu. Geht auch relativ fix. Das heißt, wir müssen uns jetzt gleich orientieren, dass wir zur Rampe kommen. Das mache ich jetzt schon mal. Gerade ein bisschen sauer, das müsste jetzt schon reichen eventuell. Holt sich ein, 1,5000, also 1,5k, das müsste reichen. Mal kurz gucken. Da kommt der Schwanzschlag, das ist jetzt nicht so gut für uns. Wichtig ist, sie hat jetzt diesen, ja, lila Glanz um sich rum. Diesen Kreis, das ist gut, das ist das richtige Zeichen dafür, dass sie uns jetzt auch gleich schwängern möchte. Jetzt fängt sie an, uns zu riechen. Und jetzt hat sie uns gegriffen und jetzt geht das Ganze los. Wichtig, panikt jetzt nicht. Ihr könntet jetzt zum Beispiel den Medical Brew sofort nehmen. Und könnt auch noch abhauen und hier rausfliegen. Ihr könnt jetzt aber auch sterben, weil ihr bleibt schwanger. Das ist ganz, ganz wichtig. So, ich habe mal kurz die Kamera ausgemacht. Ihr seht das jetzt unten rechts. Da laufen jetzt 26 Minuten runter. Und ja, in der Zeit, also nach dieser Zeit, wenn die abgelaufen ist, dann wird eben der Reaper King geboren. Ihr seht da jetzt auch, Nachwuchs-EP steht da. Das heißt, in der Zeit können wir jetzt noch die ganze Zeit leveln. Beziehungsweise EP sammeln. Und dadurch leveln wir noch den Reaper King, den wir dann später bekommen. Denn der Reaper King wird das Level haben von der Mutter, also von der Reaper Queen, die wir gerade hatten. Plus das Level, was wir uns jetzt noch erarbeiten. Das sind 75 Level, die wir maximal machen können. Wenn die Regeln der R-Variante hier auch die Anwendung finden, dann müssten das sogar 100 Level diesmal sein, die wir machen könnten. Denn die R-Varianten kann man ja 100 Level leveln statt 73. Da schauen wir doch einfach mal, ob das wirklich so geht. Weil theoretisch kann ich mir einfach EP geben über einen Admin-Command. Okay, schade, wir können es leider nicht testen, weil wir können das System nicht austribbeln, indem wir uns selbst EP geben. Wir müssen uns das jetzt erarbeiten, indem wir andere Tiere zum Beispiel töten. Dann kriegen wir da EP zu und die Level werden ihm angezeigt. Ne? Also hier in der Klammer plus 0, da würde dann eine plus 2, 3, 4, 5, was auch immer stehen. Und dementsprechend gäbe es dann eben Level auch dazu. So, was wir jetzt machen, natürlich könnten wir jetzt Fleisch sammeln und wir müssen eben diese 24 Minuten abwarten. Was ich jetzt aber mal mache, ich baue mir mal jetzt hier in der Nähe direkt dieser Höhle
kurz das auf, was ich aufbauen wollte, also 2x2 Fundamente. Kurz die Wände drumherum klatschen und noch einmal die Dächer. Und dann haben wir quasi gleich einen kleinen Raum, wo wir den Reaper dann auch schlüpfen lassen können, sozusagen. Und was noch ganz wichtig ist, was ich im Dododex gelesen habe, man kann den Reaper King gleich aufsammeln mit einer Kryo-Kapsel, kann ihn dann wieder droppen und dann verhält er sich wie jede andere Baby-Kreatur. Deswegen holen wir uns mal kurz im Helena-Shop für 500 Hexagons eine Kryo-Kapsel. Hatte ich vergessen eingangs zu erwähnen. Kann man machen und ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt hier mal rein. Wichtig ist, der Reaper King soll euch gleich auffressen und dafür legen wir uns einfach Fleisch ins Inventar auch rein. Da brauchen wir ein bisschen viel von auch und ich überspringe jetzt die Zeit, bis der Reaper quasi schlüpfen wird und da sehen wir uns dann wieder. Und ich lege auch schon mal die Rüstung ab, damit er es gleich schön leicht hat, uns dann auch umzuklatschen. Dann sterben wir einmal, wir können dann hier wieder respawnen und dann können wir ihn hier drin eigentlich einsammeln mit der Kryo-Kapsel, können ihn dann wieder droppen und er verhält sich ganz normal. So, wichtig, der wird jetzt hier bei mir gleich schlüpfen. Sobald er aus uns raus platzt, wir können uns auch mal kurz angucken. Kleines dickes Bäuchlein und so bekommen. Der Rücken ist ein bisschen deformiert, wenn er gleich aus uns rausplatzt, ganz, ganz wichtig. Wir werden dann im Leben droppen, das heißt, wir können da auch wieder eine Medical Brew eventuell nehmen. Und wir müssen ihn halt sofort claimen und dann wird er uns auch auffressen. Wer hat Lust, etwas zu erforschen? Ich nicht. Und ja, dann können wir ihn auch einkryonen hoffentlich und wieder droppen und dann müsste er sich ganz, ganz normal verhalten und wird dann einfach aufwachsen. So, 9 Sekunden, 7, 5, 3... 2. Und da geht's los. Sehr gut. Platzt aus und raus. Ich nehme schnell eine Medical Brew. Läuft jetzt schnell weg. Und wir müssen das Ding eben claimen. Haben wir geclaimed. Sehr gut. Und jetzt müsste er eigentlich noch jemanden auffressen. Der greift uns schon an. Der greift uns weiter an. Gut, Medical Brew hätten wir uns sparen können. Sinnlos, weil er muss das ja töten. Los, noch ein Hit. Noch ein Hit. Sehr gut, er hat uns. Jetzt wird er unser Fleisch aufnehmen. Wir spawnen eben schnell. Und die Crew sollten wir dann eigentlich auch an ein Tier reinlegen, statt die im Inventar zu haben. Ich habe die ja auch schlauerweise einmal hier reingepackt tatsächlich. So, wir gehen rein. Ich würde ihn gerne crewen. Das möchte er jetzt aber gerade nicht so gerne. So, jetzt haben wir ihn ganz gut geblockt. Jetzt können wir ihn eigentlich eincrewen. Jetzt haben wir ihn. Sehr gut. So, testen wir doch mal, was der Dododex gesagt hat. Ob das wirklich stimmt. Dass er sich ganz normal verhält. Da ist er. Läuft nicht mehr rum. Lässt uns in Ruhe. Sehr nice. Wächst relativ schnell groß. Problem ist, er wird halt nur sein Inventar dabei droppen. Deswegen nehme ich ihn einmal kurz hier mit rein wieder. Ach, der hat das ganze Fleisch schon gefressen. Holy moly. Ja, da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Der haut ganz schön viel Fleisch dann auch durch. Scheinbar. Oder das Equip ist einfach eben nicht gedroppt. Jetzt geht es ja relativ easy. Da hat er jetzt noch nicht so viel von gefressen. Sehr, sehr schön. Ja, und es ist doch genial, wenn Dinge funktionieren in ARK. Die Aufnahme ging jetzt 26 Minuten. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen... wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.